Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar. Wer ein Buch liest, erinnert sich noch nach Jahren an eine Fabel, eine Formulierung. Sommer 89 hatte Norbert Paulini mehr zu tun als jemals zuvor. Täglich erhielt er neue Anfragen, rare Bücher aufzukaufen. Die Leute wollten keine Kommission. Sie wollten ihr Geld. Jetzt lächerlich wenig Geld. Wäre ich denn verpflichtet gewesen, mitzutun? Auf einer Demonstration herumzulaufen und meine Existenz aufs Spiel zu setzen? Wir dürfen uns der Zukunft nicht versperren. Man muss kämpfen. Immer kämpfen. Welt, Welt, Welt. Der Kleine braucht frische Luft. Du gehst mit ihm an die Elbe. Geh du doch. Ich habe ein Geschäft. Aber ich verdiene wenigstens noch Geld. Da kommt was. Da kommt eine Welle. Keine Verkaufsräume. Es gibt das Internet. Ich ziehe mich zurück. Welt, Welt, Welt. Der Mensch muss gehorchen. Das ist das Erste, sonst taugt er nichts. Aber das Zweite ist, er muss nicht gehorchen, sonst taugt er auch nichts. Es geht wieder ans Begraben, ihr flattert um die Gruft. Wer nicht rückhaltlos und wahrhaftig lebt, der ist doch als Künstler nicht zu gebrauchen. Sie schreiben über mich. Sie veröffentlichen nichts über mich. Punkt. Weil ich es nicht will. Punkt.